Dann geht's also weiter mit Stunde 63 jetzt im Zero-Tier-Hero-Projekt. Es geht weiter voran. Ich habe es leider zum Ende der letzten Stunde nicht mehr geschafft, hier unsere kompletten Holzprodukte zu verladen, weil es einfach unfassbar viele sind. Also es ist, Wahnsinn, was sich hier angesammelt hat. Von daher versuche ich jetzt mal noch, das alles auf einen Anhänger zu kriegen. Das wird, glaube ich, ein bisschen, das wird eine knappe Kiste, diese Fertigholzwände da hinten auf eine zu kriegen. Aber wir schauen mal, ob wir es schaffen oder nicht. Gucken wir mal. Das gibt richtig Asche, ja. Also, ich rechne mit mindestens 200.000 aus dem Anhänger hier. Mal schauen. So, jetzt haben wir das alles schon mal drauf. Jetzt müssen wir wirklich gucken, wie hoch wir jetzt noch gestapelt kriegen. Shit. Ah! Ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier irgendwas Blödes mache und mir mein ganzer Anhänger auseinanderkippt. Jetzt habe ich natürlich die Spanngurte dran und kriege das nicht geschoben. Ah, ist das alles ungünstig. Warte mal, wir können ja jetzt mal ganz kurz gucken. Kriege ich den so hochgehoben? Da muss ich mir jetzt hier gar nicht so einen Stress machen eigentlich. Oh Gott, die Wand ist da einfach gerade gekippt, obwohl ich hier nicht mal in der Nähe war. Eieiei. Guckt mal, das passt doch. Knapp, aber es passt. Zack. Ey, was? Warum ist die Palette da hinten runtergefallen? Das bewegt sich ja alles schon wieder. Das ist ja frech. Das wird eine wilde Fahrt, Leute. Das wird eine wilde Fahrt. Brauchen nachher safe eine halbe Stunde zum Shop mit 5 km/h, sonst fällt der Hänger wegen der Bodenwelle um. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir umkippen. Wenn wir umkippen, wäre wirklich richtig Drama. So, bitte, die dürfen jetzt hier nur nicht anfangen, wild rumzuwackeln, weil hier irgendwas rumbackt oder so. Got it. Jetzt müssen wir nur noch zum Shop es schaffen. Hat ja die mittlere Wand da ist ein bisschen. Ah. So einen leichten Rechtsdrall. Also so ein bisschen, wir sind ein bisschen rechtslastig, ne? So, das sind schon mal 15 und jetzt kommt der Rest. Na, nicht ganz! 190.000. 399.000. Hatten wir hier schon mal so viel Geld auf dem Konto? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, so viel Geld hatten wir noch nie in diesem Projekt auf dem Konto. Okay, also, das ist jetzt Stand der Dinge, was unseren Kontostand angeht. Das Ding ist, wir haben jetzt gerade nichts mehr, was uns jetzt direkt noch Geld bringt. Also ist jetzt halt tatsächlich die Frage, uns fehlen jetzt halt, also uns fehlen halt, wie gesagt, jetzt nur hier die knappen 36.000. Dann können wir unsere BGA bauen. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir dann heute die letzte Stunde, also nicht diese, sondern die nächste Stunde, dann halt wirklich damit beenden können, dass wir die BGA bauen. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Jetzt geht es erstmal ans Bäume fällen, um das Sägewerk wieder aufzufüllen. Das ist nämlich leer. Das müssen wir jetzt erstmal wieder voll machen. Und dann können wir uns halt überlegen, ob wir wirklich noch ein paar Bäume fällen, um die restlichen 36.000 zu kriegen. Das ist halt nicht viel. Oder wie wir das dann machen. Gucken wir erstmal. Wir müssen die Tiere auch füttern, ne? Stell ich vielleicht erstmal fix die Tiere? Das ist eigentlich egal, was ist überall Stillstand, wenn es nicht produziert. Aber kommt, wir füttern erstmal schnell die Tiere. Weil die tun mir irgendwie immer leid. Ich meine, wir könnten halt theoretisch jetzt natürlich auch sagen, wir verkaufen jetzt nochmal Stoff und einfach, wir verkaufen einfach unsere Milch als Milch. Dann würden wir, glaube ich, auch aufs Geld kommen. Aber es ist ja eigentlich nicht so in der Sache, ne? A few minutes later. Wir den Rest wieder hier schon mal stehen lassen. Dann brauche ich Anhänger. Wir müssen echt auch irgendwann mal gucken, dass wir mal wieder so ein bisschen Heu machen, ne? So. Ja, für unsere Schweine haben wir nichts zu futtern. Hühner. Ich glaube, die Hühner haben wir beim letzten Mal voll gemacht und ich will die Hühner eigentlich gerade ungern füttern. Weil wenn wir dann relativ bald den zweiten Hühnerstall bauen, dann wäre es halt ganz geil, wenn wir diese 5000 Liter Rest da noch haben, damit wir die in den neuen Stall schmeißen können. Achso, wir haben auch natürlich auch ein erntereifes Feld. Da könnten wir sie eigentlich auch füttern. Stimmt, wir haben ja ein Ernte. Was war da nochmal drauf? Hirse? Ach, Gerste. Ja gut, dann haben wir ja sogar ein erntereifes Feld. Okay, dann können wir sie doch füttern. Dann never mind. Dann machen wir einmal eine Rundumtour. Füttern wir alles. So, also sogar noch 3000 Liter übrig, easy. Ja, dann müssen wir noch Wasser machen und die Milch transportieren, ne? Dann haben wir es, glaube ich. Ah, dann nehmen wir erstmal die Milch mit, wenn wir hier schon stehen. Es war jetzt ordentlich viel Milch hier, was jetzt in unserer Molkerei ist. 25.000 Liter, kann man nicht meckern. So, ich glaube, ich mache jetzt hier mal nicht ganz voll. War jetzt immer so blöd, dann kriegt man das Wasser mal nicht mehr raus. So, dann, warte mal, stellen wir das Fass einmal wieder am Kuhstall ab.
Und dann haben wir hier alles erstmal, ne? Dann müsste es jetzt eigentlich allen Tieren und so wieder gut gehen. Ach so, Stroh hätten wir jetzt nochmal auffüllen können, aber gut, das ist nicht so schlimm. Wir haben halt hier schon 45.000 Liter Gülle drin. Da ist nicht mehr so viel Platz für Gülle. Da müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Ob wir dann vielleicht wirklich nochmal ein bisschen Gülle verkaufen? Weil so viel kann ich da gar nicht verwenden. Okay, dann düsen wir jetzt erstmal hinten in den Wald und machen das Sägewerk wieder voll. Also das eine Feld hier rechts müssen wir ja noch einmal düngen. Und das Feld, wenn wir das da oben dann geerntet haben, muss es ja auch wieder gedüngt werden. Wie viel dadurch weggeht. Gut, dann auf geht's. Das hat jetzt tatsächlich immer ein bisschen gedauert hier mit dem Sägewerk voll machen. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde in dieser Stunde. Gucken wir mal, wie viel wir da schaffen. So, okay. Also ist jetzt nicht ganz voll, es fehlen ein paar Liter, aber das ist genug. Wir haben jetzt noch 5 Minuten in dieser Stunde. Moment, wartet mal. Verkaufen wir jetzt die Bäume noch? Wenn wir die Bäume noch verkaufen, dann können wir jetzt eigentlich direkt in den Wald wieder reindüsen. Dann holen wir uns hier jetzt noch ein paar Bäumchen raus. Ein paar große noch suchen. Und holen uns noch unsere 35.000. Warte mal, habe ich hier gerade nicht einen großen? Du bist ein großer, ne? Ja. Der ist ein großer. Ja, mit den 2 großen fahren wir schon mal deutlich langsamer. So, die verkaufen wir jetzt hier noch. Damit haben wir jetzt immer so um die 12.000, glaube ich, gemacht. Mal schauen, ob das jetzt auch wieder hinkommt. Gib mir das Geld. Let's go, 12.000. Okay. Also zwei, wenn es richtig gut läuft, eher 3-mal müssen wir jetzt also noch in den Wald fahren. Und müssen da noch, müssen auch mal schauen, ob wir noch so viele große Bäume finden. Da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber irgendwo kriegen wir die schon her. Und dann haben wir unsere 435.000 fürs Sägewerk zusammen. Das ist sehr, 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 fürs Sägewerk, für die BGA meine ich natürlich, für die BGA zusammen. Also das heißt, wir können uns wirklich darauf freuen, dass wir zum Ende der nächsten Stunde unsere BGA bauen. Also zum Ende der nächsten Stunde erreichen wir sozusagen das Ziel, was wir uns für dieses Projekt vorgenommen haben. Also einfach richtig, richtig strong. Letzte Stunde für den heutigen Tag. Stunde 64. Aber wenn die Planung in Stunde 64 so aufgeht, wie wir uns das gerade zum Ende der letzten Stunde überlegt haben, dann ist das eine sehr, 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 sehr wichtige Stunde, die wir jetzt hier erleben werden. Denn es könnte oder es wird voraussichtlich die Stunde sein, in der wir uns eine BGA kaufen und somit das langfristige Ziel, was wir uns selber für dieses Projekt hier gestellt haben, erreichen werden. Ich würde schon trotzdem sagen, dass wir die Sachen, die wir geplant hatten zu bauen, sprich 2. Hühnerstall, Pferdestall und Schneiderei, dass wir die trotzdem dann als nächstes auf der To-Do-Liste stehen haben. Nur halt jetzt einmal ein bisschen nach hinten verschieben. Meanwhile. Irgendwann schmerzt auch der rechte Arm. Oh, das habe ich in letzter Zeit voll oft und ich mache mir voll Gedanken darüber. Mir tut manchmal ein Finger weh von zu lange die W-Taste zum Beispiel drücken. Was, Bruder? Dieses Gelenk hier, dieses Gelenk tut mir weh vom Maustaste drücken. Da mache ich mir richtig Sorgen. Ich habe richtig Angst, weil ich mir so denke, wenn mir das dauerhaft weh tut, nee, das kann ich nicht. Macht mein Leben keinen Sinn mehr. Okay. Ergonomische Zockermaus. So eine hoch, wo du so, die so hältst, so hochkant. Ist ja immer crazy, wenn ich das sehe, dass Menschen damit spielen, aber soll richtig gut sein. So, das ist jetzt der entscheidende Moment. 437.000, Entschuldigung für das Wort, aber Euro. Wir sind einfach rich, rich, rich. 40.000 Euro. Das wird gleich richtig wehtun, das auf einen Schlag auszugeben, das Geld. Das wird richtig wehtun, aber es ist auch geil, weil wir damit einfach unser Projektziel erreichen. Ich kann es gar nicht glauben, das ist ja so super. Okay, ich möchte es jetzt noch schaffen, die BGA zu bauen, sie zu befüllen und das eine Feld noch zu ernten auf jeden Fall. Das ist mir auch sehr wichtig, dass wir das noch schaffen. Im besten Fall natürlich auch noch neu ansehen und so. Soll halt schon irgendwie zum Hof gehören, aber halt auch ein bisschen abseits sein, weil sie halt auch so hässlich ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, 435.000. Zeig mal, wie groß kann man die hier hin machen? Wie fändet ihr diesen Orchard? Wie fändet ihr das, wenn wir die hier hinbauen? Ich finde das nämlich gar nicht schlecht. Ich finde, das sieht so aus, als wenn das da hingehört. Dann kommen wir da vorne dran. Wir kommen hinten an die Schalen easy dran. Soll ich so bauen? Okay, ich platziere es jetzt, okay? Oh mein Gott, we got it, Chad. Oh mein Gott, wir haben einfach...
Projekt ist erreicht. Mann, ich bin auf der einen Seite bin ich so stolz, auf der anderen Seite bin ich so traurig, weil das irgendwie, das fühlt sich an wie Ende des Projektes so langsam. Obwohl wir haben noch über 30 Stunden vor uns, also noch voll viel, aber ach, meine Güte, ist das schön. Was genau tun wir jetzt? Also, wir können, also Silage, Gülle, Mist, Zuckerrübenschnitzel. Also, wir schmeißen auf jeden Fall jetzt mal Gülle und Mist rein, ne? Silage haben wir gerade halt noch nicht. Da müssen wir jetzt halt noch warten, bis hier unser Fahrsilo fertig ist. Wie weit ist das eigentlich? Das ist bei 100%. Nein, das ist bei 100%. Das ist eigentlich gut, aber auf der anderen Seite auch schlecht. Weil ich wollte doch in dieser Stunde eigentlich noch das Feld ernten. Aber jetzt ist unser Fahrsilo schon fertig. Und wir könnten die ganze Silage in unsere Biogasanlage schmeißen. Oh nein. Die Frage ist jetzt, hebe ich jetzt ein bisschen was an Mist und Gülle auf fürs Düngen? Oder haue ich jetzt alles rein? Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen Dünger und so, aber unsicher. So, wo muss das jetzt rein? Hier? Ne, hier kommen bestimmt Gärreste raus, oder? Ach, das muss in den Trichter. Muss ich das jetzt also mit Förderbändern da hochbringen? Wartet mal, wir holen einmal kurz die Förderbänder. Ach, das ist alles aufregend. Den Miststreuer nicht. Also hätte ich das jetzt in einen anderen Anhänger gemacht, hätte ich das jetzt da abkippen können, oder wie? Okay. Kann ich das denn zurück in den Misthaufen machen? Ich kann einfach reinfahren und es dort abkippen, ne? Ah. Okay, Moment. Dann wieder zurück. Okay, wartet mal. Let's try it. Jetzt ist halt echt die Frage, ob das funktioniert, dass ich das hier einfach wieder reinschütte. Nee, offensichtlich nicht. Okay. Dann kriege ich das ja jetzt gar nicht mehr aus meinem Miststreuer raus. Kann das sein? Oder? Ich kriege das ja jetzt gar nicht mehr hier raus. Na gut. Auch nicht so schlimm. Dann nutzen wir das jetzt einfach. Ist ja gar kein Problem, weil wir haben ja noch ein Feld, was wir noch düngen müssen. So, das hier ist es, glaube ich, ne? Ja, das müssen wir nämlich nochmal düngen. Ich hoffe nur, mein Anhänger kann Mist laden. Das wäre jetzt ein bisschen belastend, wenn er das nicht könnte. Kann er. 19.000. Bin jetzt mal gespannt gleich, wie viel wir überhaupt reinkriegen in die BGA. Wie schnell die auch produziert. Also wie oft wir da... Weil das, was ich immer so gehört habe über BGA, ist halt, dass es echt schwierig ist, die BGA halt dauerhaft in Betrieb zu halten. Weil die halt auch so schnell arbeitet, glaube ich. Boah, bin ich gespannt, wie viel Geld wir jetzt damit machen. Oh, da passt ja nur... Was? 7.200 Liter passen da nur rein? Das ist ja gar nichts. Jetzt überlege ich gerade kurz. Brauche ich den Anhänger gerade doch... Ja, ich brauche den eigentlich fürs Ernten gleich, ne? Okay, so, damit haben wir dann schon mal Mist. Dann holen wir uns als nächstes Gülle. Ich bin gerade richtig glücklich. Das ist alles aufregend. Okay, da passt zumindest alles rein. Oh, Gülle passt ein bisschen mehr rein. Gülle können wir dann auch schon mal aktivieren. Los, bring mir Geld, kleine BGA. Bring mir Geld. Sehr gut. Das kommt da jetzt noch rein. Dann sind wir fertig mit der Gülle und dann geht es weiter mit dem Fahrsilo. Wunderbar. Dann laufen da jetzt schon mal zwei Sachen. Und dann geht es hier weiter. Zack. So, ich mache es jetzt mit dem Ladewagen. Den können wir dann sogar da auch erstmal stehen lassen. Jetzt überlege ich nur. So, dann holen wir uns mit dem jetzt den anderen Anhänger. Und dann geht's aufs Feld. 25 Minuten haben wir noch. Es geht alles so gut auf. Es geht alles so gut auf. Kommt hier endlich dieser Schandfleck weg, wo das Unkraut draufsteht. So, warte mal. Wie weit sind wir hier? Rein damit. Oh, das war's schon. Ich glaube, sie ist schon voll. Gut, das heißt, damit sind wir dann fertig. Ich glaube, ich lasse jetzt tatsächlich auch einfach den... Ich lasse den Anhänger, also den Ladewagen jetzt einfach bei der Silage stehen. Da können wir uns entspannt beim nächsten Mal drum kümmern. Ich ernte jetzt das Feld hier fertig und vielleicht... Obwohl, nee, wir müssen ja... Ach, shit, ich muss Stroh sammeln. Ich wollte gerade sagen, vielleicht schaffen wir es noch, es neu anzusehen. Aber wir müssen ja erstmal Stroh sammeln. Das wird nichts. Okay, dann schmeißen wir das jetzt hier alles in unsere Futterlagerung. Also, ich mache jetzt noch einen wilden Call. Aber unter dem Aspekt, dass wir jetzt so schnell schon hier Sachen geschafft haben, für die ich gedacht habe, dass wir für länger brauchen, könnten wir uns ja auch eigentlich noch neue Sachen vornehmen. Und meine Überlegung für neue Sachen wäre tatsächlich Oliven. Mir so gedacht, Oliven und dann vielleicht Richtung Ölproduktion noch zu gehen. Dann könnten wir vielleicht auch noch ein Feld anlegen, könnten da irgendwie noch Sonnenblumen oder, beziehungsweise, gut, Sonnenblumen vielleicht jetzt eher nicht, sondern dann wahrscheinlich eher Raps, aber noch Raps draufpacken. Dann hätten wir nochmal eine ganz neue Produktionskette. Eigentlich ganz cool, finde ich. So, 11.500 knapp. So, das schmeißen wir jetzt erstmal hier komplett ins Silo. So, Gerste hier rein. Dann bringe ich jetzt einmal die Silage noch weg. Und dann fangen, ja, also wir haben jetzt zwar nur noch 5 Minuten, aber ich fange dann, glaube ich, trotzdem schon mal an, eine Fuhre Stroh zu sammeln. Weil das wäre das, was wir beim nächsten Mal dann auch machen. Oh, ich freue mich aber jetzt auch schon wieder so auf nächste Woche, weil es einfach, wir haben schon wieder so einen guten Plan vor Augen, so, ne? Mit dem Feld, was gemacht werden muss, mit dem Maisfeld, was wir häckseln können und so. Ach, einfach richtig schön.
dann machen wir einen jetzt hier noch voll und dann sind wir durch mit der Stunde. Wir haben, wie gesagt, in dieser Stunde etwas erreicht, was das übergeordnete Ziel dieses Projektes war, nämlich eine BGA zu bauen. Wir haben die BGA komplett aufgefüllt mit Mist, Gülle und auch Silage. Der Plan fürs nächste Mal steht ganz klar fest. Heute war es auch wieder so ein bisschen so, die ersten zwei Stunden des Tages waren so ein bisschen eintöniger, weil wir die halt so für so, ich nenne es jetzt mal so langweiligere Arbeiten genutzt haben. Und die zweiten zwei Stunden, die waren jetzt richtig ordentlich, ne? Wir haben das Sägewerk aufgefüllt, wir haben ein paar Bäume gefällt, um das nötige Geld zusammen zu haben. Wir haben eine BGA gebaut, wir haben ein Feld nochmal gedüngt, wir haben ein Feld geerntet, wir haben die BGA mit Mist, Gülle und Silage aufgefüllt und wir haben jetzt hier auch noch mit dem Strohsamen losgelegt. Also sehr, 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 sehr erfolgreich, würde ich behaupten. So, dann haben wir jetzt hier sogar auch noch final das Stroh eingesammelt. Ist doch super. Dann können wir da beim nächsten Mal dann direkt ganz frisch drauf starten mit dem Ansehen. Da kommt dann wahrscheinlich wieder Gerste drauf, würde ich jetzt mal spontan so tippen. Dann haben wir das beim nächsten Mal direkt wieder. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Okay, Stroh haben wir dann jetzt auch wieder ganz gut. Ja, mal gucken, wie lange brauchen denn eigentlich die anderen Felder noch? Okay, die brauchen noch ein bisschen. Hier haben wir noch 2 Monate zumindest Ruhe. Ehe die ganzen anderen Felder, also die 3 dann hier auch erntereif sind, da haben wir dann auch wieder einiges zu tun. Vor allem, wenn das hier dann an die Ernte geht, ne? Die Felder gehen ja immer relativ fix zu ernten, aber das hier wird dann doch wieder ein bisschen länger brauchen. Mal gucken, ich würde ganz gerne hier tatsächlich ein zweites großes daneben setzen, wo wir nochmal Mais drauf machen. Mal schauen, ob wir das zeitlich auch alles noch schaffen. Es ist noch so viel zu tun. Man denkt, man hat schon so viel gemacht, aber es ist auch irgendwie noch so viel, was wir machen können in dem Projekt. Es ist einfach richtig, richtig schön. Okay, Motor aus. Ich lasse den Traktor jetzt auch einfach hier stehen. Damit sind wir also am Ende von Stunde 64. Mega, mega, mega erfolgreiche Stunden heute wieder. Ich bin voll zufrieden. Wie sollte es auch sein, wenn wir die BGA heute gebaut haben? Mega geil. Ja, beim nächsten Mal geht es dann auch wieder produktiv weiter. Ich freue mich richtig doll.